Einen wunderschönen guten Morgen an die Theologische Hochschule in Friedenau, Dr. Johannes Hartlapp. Ich freue mich sehr, dass wir uns wieder der Kirchengeschichte zuwenden können. In den letzten zwei Wochen haben wir uns die Anfänge unserer Kirche in Amerika angeschaut, die spannend genug gewesen sind. Aber wir haben ein bisschen was übersprungen, nämlich Deutschland und Europa. Wir wollen jetzt mal einen Schritt zurückkommen und mal schauen, wie die Freikirche der Siebenten Tags Adventisten, wie sie heute heißt, ihre Anfänge hier in Deutschland hatte. Und man kann wohl die Entstehungsgeschichte unserer Kirche nicht ohne eine besondere Persönlichkeit nennen, nämlich Conradi, wichtige Person, von der Sie, glaube ich, auch irgendwie sehr begeistert sind, wie ich so heraushören konnte aus dem Gespräch. Was ist so besonders an diesem Mann, beziehungsweise wo kommt er her und welche Bedeutung hat er für unsere Kirche gehabt? Also, er ist aus meiner Sicht eine wirklich große Persönlichkeit, dessen Leben am Anfang und am Ende unter einer gewissen Tragik steht. Und das ist das Erstaunliche. Der Anfang ist deswegen tragisch. Conradi kommt denkbar ungünstig zur Welt. Er ist ein uneheliches Kind. Seine Mutter stammt aus Konstanz. Er wird in Karlsruhe geboren, wächst in den ersten Lebensjahren fernab seiner Eltern oder seiner Mutter auf. Ob er seinen Vater gekannt hat, wir wissen es nicht. Er büxt dann aus als Halbwüchsiger nach Amerika. Er macht eine Ausbildung als Böttcher, obwohl er sehr intelligent ist. Er hätte eigentlich eine höhere Schule besuchen können. Er geht nach Amerika. Das Tragische ist, und das zeigen die Unterlagen, die erhalten geblieben sind, als seine Mutter zu den Behörden geht, um ihn abzumelden vom Wehrdienst in Deutschland, wird sie gefragt, warum er nach Amerika gegangen ist. Und da sagt sie, weil seine uneheliche Herkunft sich nicht mehr vor der Familie verheimlichen ließ. Das heißt also, das ist eine Tragik. Der junge Mann weiß, er ist nicht geliebt. Geht nach Amerika, wird in Amerika, schlägt sich durch zuerst, kommt zu einem adventistischen Farmer. Dort lernt er Adventgemeinde kennen und ist begeistert von zwei Dingen. Das eine ist, das ist die Frage von Prophetie und die zweite ist die Frage vom Sabbat. Diese beiden großen Themen werden sein Leben lang nun bestimmen. Prophetie mit der Vorstellung, Jesus kommt unmittelbar wieder, wir haben kaum noch Zeit. Er hat ein Lieblingslied gehabt, das heißt, auf, denn die Nacht wird kommen. Ja, das war ein Lied aus der Erweckungsbewegung, mit anderen Worten, wir haben keine Zeit mehr, Jesus kommt unmittelbar wieder. Das war seine Thematik, die er Zeit seines Lebens behalten hat. Er hat Glauben rational bewiesen. Er hat dann in relativ kurzer Zeit in Amerika eine adventistische Ausbildung gehabt, hat die adventistische Schule besucht für angehende Pastoren, hat den vierjährigen Lehrgang in anderthalb Jahren durchlaufen. Das ist schon was Ungewöhnliches, also hochbegabt. Kommt dann im Grunde genommen, also er lernt dort Ellen und James White kennen, die großen Führungspersönlichkeiten der Adventgemeinde, wird dann von James White auch sofort erkannt als einer, der hochbegabt ist für den Verlag. Und er bietet ihm an, unmittelbar nach Ende der Ausbildung, nach diesen anderthalb Jahren im Verlag zu arbeiten. Das wäre eine Karriere gewesen. Was macht Conradi? Er lehnt ab. Und das ist schon was Bedeutendes. Das zeigt schon seine Persönlichkeit. Nein, was macht er? Er geht zu deutschsprachigen Mennoniten, die damals, das ist auch eine interessante Geschichte, Mennoniten waren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem nicht geringen Teil aus Russland gekommen. Sie hatten ja früher in Russland gewisse Freiheiten gehabt. Sie mussten nicht zum Militärdienst. Und als dann aber ein Attentat auf den russischen Zar stattfand und man die Deutschen beschuldigte, wurde den Mennoniten diese Freiheit genommen. Und deswegen wandern viele aus. Viele kommen nach Amerika und er geht zu ihnen und baut die ersten oder hilft die ersten adventistischen Gemeinden unter Mennoniten zu bauen. Also Conradi hat in kurzer Zeit Erfolg, wird dann 1885, als Ellen White in Europa ist, nach Europa geschickt. Er wird im Grunde genommen zum Teil Übersetzer. Damals gibt es in Deutschland nur zwei Gemeinden, und zwar im Rheinland, zwei adventistische Gemeinden. Er wird als ihr Übersetzer geschickt. Er übersetzt sie auch. Und als sie nicht mehr da ist, dann ist er im Grunde genommen die Persönlichkeit, die hier Adventgemeinde aufbaut. Entschuldigung, wann war das noch? Wann ist er nach Amerika gegangen und dann wann ist er zurückgekommen? Also er ist 1856 geboren. Mit 16 ist er nicht mehr in Deutschland. Mhm. Und er kommt dann, wie gesagt, 1885. Okay. Das ist doch noch relativ, er ist relativ jung. Kommt ja zurück, er ist mit Ellen White, sie ist erst in der letzten Zeit ihres Besuches in den beiden Gemeinden im Elberfelder Gebiet oder besser gesagt Elberfeld und Mönchengladbach. Da ist sie Pfingsten 1887 und er ist dabei als Übersetzer.
Als sie nicht okay, Entschuldigung, mehr da, eine kurze Nachfrage. Das heißt, er ist nicht der Gründer der ersten Adventgemeinden in Deutschland, sondern es gibt schon Adventgemeinden in Deutschland, als er zurückkommt. Genau, es gibt zwei Adventgemeinden, zweieinhalb Adventgemeinden. Das hängt damit zusammen, dass die Adventgemeinden in Europa ja aufgebaut wurden von einem ehemaligen polnischen Priester, Michael Tschechowski. Dieser Tschechowski hat in der Schweiz erste Gemeinden gegründet, trennt sich dann von diesen Gemeinden oder geht weg und lässt sie allein. So muss man sagen, er geht nach Rumänien. Und diese Gemeinden finden dann in seinem Nachlass Schreiben oder besser Druckerzeugnisse. Und diese Druckerzeugnisse weisen sie auf die Siebentagsadventisten in Amerika hin, von denen Tschechowski nichts gesagt hatte, ja, weil er auch nicht von ihnen finanziert wurde. Tschechowski ist auch eine faszinierende Persönlichkeit, über die man ganz viel reden könnte. Und die sie nehmen Kontakt auf mit Amerika. Und dieser Kontakt wird jetzt so sein, dass dann der erste Schweizer nach Amerika geschickt wird. Er kommt zurück. Die Amerikaner schicken dann einen ihrer besten Leute, das ist Andrews, nach Europa. Und in der Schweiz lernt die Adventgemeinden in der Schweiz lernen einen Deutschen kennen, wahrscheinlich einen Handwerksgesellen, der durch die Lande zieht und der in der Schweiz dann sagt, der kommt zu diesem ersten Prediger Erzberger und sagt, also wird eingeladen, Wochenende bleibt er da und er sagt, Leute, wie ihr habe ich auch schon kennengelernt. Ja. Und das ist jetzt wieder eine Geschichte, die noch weitergeht. Okay. Es gab im 19. Jahrhundert nicht nur einige, sondern eine ganze Menge Leute, die Sabbat gefeiert haben, zum Beispiel im Baptismus. Das ist der Baptismus ist so vielgestaltig. Zum Beispiel in Ostpreußen gibt es einen Postmann, der die Wiederkunft Jesu erwartet, Sabbat feiert, übrigens Wiederkunft auf Nordpol und eine eigene Gemeinde gründet. Ja, eigene Gemeinde gründet, der heißt Julius Stangowski. Und diese Stangowski-Gemeinden, die haben sich über Ostdeutschland hin verteilt, übrigens in Magdeburg auch. Und zum Teil werden dann später die ersten Adventgemeinden, werden Gemeinden, die sich aus ehemaligen Stangowski-Leuten bilden. Also, okay, aber zurück zu Konradi nochmal. Ja, die also zwei Gemeinden, die es jetzt im Rheinland gibt, die gegründet werden durch den Kontakt, den Erzberger und Andrus, dann hatten sie Reisen ins Rheinland, gründen dort Gemeinden. Diese Gemeinden sind die haben stagniert über mehr als ein Jahrzehnt. Mhm. Ja. Und Ellen White besucht sie und Konradi ist dabei. Konradi allerdings, als Ellen White nicht mehr da ist, baut diese Gemeinde nicht weiter auf, sondern macht was ganz Erstaunliches. Er beginnt mit dem Aufbau einer Missionsstation in Hamburg. Mhm. Man könnte fragen, warum Hamburg und nicht das Rheinland? Das Rheinland ist ja ein schönes Gebiet. Nein, die Gemeinden waren nicht gewachsen, das hat Ellen White sehr deutlich gesagt, weil sie viele Spannungen untereinander hatten. Und Konradi will einfach was Neues bauen und hat einen ganz anderen Blick. Konradi ist ein typischer Vertreter des ausgehenden 19. Jahrhunderts, der im Grunde genommen sich berufen fühlt, die Welt zu verändern. Ja, und zwar Adventglaube bedeutet für ihn, wir haben keine Zeit mehr. Er ist ein typischer Vertreter auch von der großen Missionsbewegung, die am Ende des 19. Jahrhunderts startet. Mhm. Nicht nur in der Adventgemeinde, sondern generell in der Christenheit, die sogenannte Weltmissionsbewegung. Konradi ist einer, der genau das für sich in Anspruch nimmt. Und er baut dann in Hamburg ein Zentrum auf, macht einige Sachen, die anderen nicht gefallen haben, holt den Verlag von der Schweiz nach Hamburg. Da haben die Schweizer bis heute dran zu knabbern. Und er hat große Visionen. Und diese großen Visionen zahlen sich aus. Konradi bildet sofort Leute auf, baut in Hamburg eine kleine Schule auf. Und es gelingt ihm in relativ kurzer Zeit, Gemeinden zuerst in den Großstädten zu bauen und dann auch eine eigene Missionsgesellschaft aufzubauen. Steht da eine bestimmte Strategie dahinter oder ist es Kraft seiner charismatischen Art, das zu machen? Also, das eine ist, der Mann hat eine absolut charismatische Art gehabt. Der konnte reden. Es gibt den Bericht eines russischen Geheimpolizisten, der in Ostpreußen, in Königsberg, adventistische Versammlungen besucht hat, um dann für das Innenministerium in St. Petersburg einen Bericht abzugeben, wer die Adventisten sind. Und da steht was Interessantes drin. Ne? Der hört also die Vorträge bei einer Konferenz. Und der sagt also, wenn Konradi sprach, dann kamen den Leuten die Tränen. Und da waren die anderen Leiter der frühen Adventgemeinde mit dabei. Und da sagt er ganz, ganz lapide, also, wenn die anderen sprachen, passierte nichts.
Ich habe noch Leute kennengelernt, die Ludwig Conradi haben predigen hören. Ah, okay. Und der Mann hatte die Fähigkeit, das muss man sagen, Leute zu begeistern. Das konnte er. Das war eine Gabe, aber er hat noch andere Gaben. Der konnte schreiben, der konnte organisieren. Also er war eine vielbegabte Persönlichkeit. Aber zurück nochmal zu der Frage. Der hat eine Strategie gehabt. Eine ganz, ganz deutliche Strategie. Und zwar aus meiner Sicht eine vierstufige Strategie. Die erste Strategie, er benutzt das Medium seiner Zeit. Das waren damals kleine Hefte. Man nannte die Leute, die die verkauft haben, Kolporteure, Hefte und Bücher. So ein Traktat mit 16 Seiten, das war erschwinglich für jeden, konnte sogar kostenlos abgegeben werden. Und damit konnte man Leute begeistern. Das war das eine. Wenn man Traktate und Schriften weitergegeben hatte, wenn man die verkauft hatte, dann konnte man sagen, also wenn Sie etwas nicht verstehen, ich besuche Sie gerne und helfe Ihnen, das zu verstehen. So entwickelt sich eine Bibelstunde. Auch die Bibelstunde ist Teil der typischen Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts. Ja, nicht nur in Baden-Württemberg gingen die Leute ganz regelmäßig mit Bibel und Gesangbuch zur Bibelstunde. Das war das Normale. Man redete dann gemeinsam über das Wort Gottes. Wir würden heute sagen, es sind Hauskreise. Dann hat er einen dritten Schritt gehabt. Und der dritte Schritt bedeutete, dass man gemeinsam dann zusammenkam in einer öffentlichen Evangelisation. In einer öffentlichen Verkündigung, bei der die Leute, die schon in der Bibel unterrichtet worden sind, zusammengekommen sind. Und das Ende einer Evangelisation war immer eine Taufe. Ja. Und nun hat man getauft und man könnte sagen, das war's. Nein, das war's nicht. Es gibt einen vierten Schritt und dieser vierte Schritt ist für die frühe Adventgemeinde ganz entscheidend. Nämlich eine Vielzahl von Konferenzen. Das, was Conradi selbst nicht konnte, er war, was Empfindungen angeht, wahrscheinlich ein bisschen benachteiligt, weil er halt in seiner Kindheit vieles nicht erlebt hatte, was andere Kinder erlebt haben. Aber er hat jetzt Gemeinschaft aufgebaut. Wenn man sich die frühe Adventgemeinde anschaut, eine Vielzahl von Konferenzen. Ja. Und Konferenz bedeutet, dass Gemeinde von verschiedenen Gebieten zusammenkamen und aus wenigen wurden dann immer mehr. Da entsteht sofort ein Gemeinschaftsgefühl, ein Gemeinschaftsempfinden. Und auf den Konferenzen kamen dann ganz regelmäßig von Anfang an Missionare. Und diese Missionare haben natürlich motiviert. Und diese Motivation bedeutet, dass Gemeinde weiter wächst. Also das Modell, das er aufbaut, in diesen vier Stufen, Kolportage, Buch verkaufen, der nächste Schritt ist Bibelstunden, dann haben wir Evangelisation und dann haben wir Gemeinschaft, ist aus meiner Sicht ein Konzept, das passt. Und es kommt noch etwas dazu. Frühe Adventisten haben natürlich, wenn sie Adventisten wurden, Probleme gehabt mit der Arbeit. Es ging um den Sabbat. Damals gab es keine 5 Tage Arbeitswoche. Ja. Und jetzt bietet Conradi ihnen an, wer die Arbeit verliert, der kann Kolporteur werden. Was bedeutet das? Damit werden natürlich noch mehr Schriften verteilt. Das war sozusagen, ich möchte nicht sagen ein Perpetuum mobile, aber es war eine Bewegung, die permanent wuchs. Viele kamen dazu. Allerdings muss man auch sagen, so sehr viel verdient haben die Kolporteure nicht. Das heißt, die mussten sich ganz schön anstrengen. Ja, das konnte zu 2 Spannungen führen. Auf der einen Seite, dass man natürlich auch manchmal mit fast unlauteren Mitteln Sachen verkauft, damit man okay. sein Zeug verkauft. Auf der anderen Seite hat es aber auch motiviert, dass man sich sehr anstrengt und wenn Gemeinschaft gewachsen ist. Und es gibt kein Gebiet in der Welt in den ersten, ja man muss sagen, 25 Jahren des letzten Jahrhunderts, wo Adventgemeinde so schnell gewachsen ist wie in Mitteleuropa. Da muss man sagen, das Konzept war erfolgreich. Dieses vierstufige Modell, nennen wir es mal so, ist es etwas, was er sich aus dem amerikanischen Kontext ein bisschen abgeschaut hat? Funktioniert die Mission in ähnlicher Weise dort auch? Überhaupt die Frage anschließend, er war in Amerika, hat sich dort inspirieren lassen, wurde dort ausgebildet. Ist da die Verbindung mit Amerika aufrechterhalten worden oder ist die dann gekippt? Nein, die Verbindung ist aufrechterhalten worden. Allerdings muss man sagen, Conradi hat sich ganz stark orientiert an der Gemeinschaftsbewegung in Europa. Das 19. Jahrhundert ist in Europa die Gemeinschaftsbewegung. Nach dem Ende der napoleonischen Vorherrschaft gibt es eine Erweckungsbewegung, die quer durch Europa geht. Okay. Und diese Erweckungsbewegung mündet in einer Vielzahl von Gemeinschaften. Heute kennt man vielleicht nur noch die landeskirchliche Gemeinschaft oder andere Missionsgesellschaften. Deswegen gibt ja Conradi auch in Deutschland den Adventisten nicht den Namen Kirche, sondern Gemeinschaft der 7-Tags-Adventisten, okay. weil er sich mit diesen Leuten verbunden fühlt. Also seine Orientierung ist ganz stark europäisch. Er hat natürlich Kontakt zu Amerika, aber er hat ein ganz großes Ziel. Und das große Ziel heißt finanziell unabhängig sein.
Okay. Das erreichte auch meines Wissens so um 1910, 1911. Dann schreibt er einen Brief, wir können jetzt die weiße Fahne hissen. Ja? Und daraus entsteht dann eine gewisse Art der Rivalität. Diese Rivalität ist ein Spannungsfeld, also ein nicht geringes Spannungsfeld. Und aus dieser Rivalität heraus entsteht dann letztendlich eine, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Spannung. Ja. Okay. Denn er gründet in Europa eine eigene europäische Generalkonferenz. Ja, die hält zwar nur ein paar Jahre und dann sagen die Amerikaner, das geht nicht. Okay. Ja, aber die Briefbögen behält er zumindest noch bei bis zum Ersten Weltkrieg. Da gibt es nämlich einen Bericht von einer Hamburger Zeitung, die berichten über die adventistischen Missionare am Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und da schreiben sie, wie uns berichtet wird von der Generalkonferenz der Siebentagsadventisten in Hamburg. Das heißt, die Briefbögen hat er noch länger verwendet. Sie haben es gerade angesprochen, Missionare und Missionsgesellschaft. Ist das ein Element des Zeitgeistes von der damaligen Zeit, was die Kirchen generell gemacht haben, viele Missionare zu schicken? Und wie kommt Conradi darauf, eigene zu schicken? Zumindest, weil ja die deutsche Sprache ja weltweit jetzt nicht unbedingt überall gesprochen wird, oder? Ja, also Conradi war begeistert von der Vorstellung, dass die Welt sein Missionsgebiet ist. Okay. Die ganze Welt ist sein Missionsgebiet. Und deswegen hat er von Europa mit dem Denken auch Deutschlands damals, ja, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, ist was ganz Negatives. Mhm. Ja, aber damals war das die Vorstellung, wir haben einen Auftrag für die Welt. Deutschland geeint nach 1871. Conradi sieht seine Verantwortung dafür, dass die Welt ihn, für ihn zuständig ist. Nun ist es so, dass Conradi offensichtlich einen Blick für die ganze Welt hat und er gründet ja eine eigene Missionsgesellschaft, Missionare in die verschiedensten Länder dieser Welt zu entsenden. Wie stellt man sich das vor? Ich meine, deutschsprachige Missionare irgendwo in der Welt, wie funktioniert denn sowas? Naja, damals wurde noch ein bisschen mehr Deutsch gesprochen in der Welt als heute. Okay. Also die ersten Missionare sendet er 1896 nach Brasilien aus und da waren viele deutsche Emigranten. Okay. Das heißt also, da sendet er die ersten hin und dann natürlich die deutschen Kolonien. Deutschland hat ja als Land relativ spät Kolonien. Da schickt er die nächsten hin. Da haben wir also Deutsch-Ostafrika und dann haben wir Togo und Deutsch-Südwestafrika. Also überall dort, wo es deutsche Kolonien gibt. Aber Conradi denkt weiter, denn in Europa hat er auch Verantwortung für das englische Gebiet und für die französischen Gebiete. Und das ist für ihn überhaupt kein Problem, Missionare auszusenden. Und dann von dort aus, ja, wie soll ich sagen, die Welt ganz neu zu missionieren. So muss man es einfach sagen. Okay. Er hat eine Verantwortung gespürt, so muss man sagen. Wir haben eine Verantwortung für die Welt. Er hat auch dabei ein interessantes Missionskonzept gehabt. Im Gegensatz zu vielen anderen Missionsgesellschaften. Conradi hat gesagt, wir müssen Diener der Leute werden, zu denen wir gehen. Deswegen war es für ihn wichtig, dass die adventistischen Missionare, bevor sie in die Missionsgebiete gegangen sind, eine Ausbildung gehabt haben, zum Beispiel am Tropeninstitut in Tübingen. Die mussten also was davon erfahren. Okay. Ja, die mussten sich mit der Sprache beschäftigen. Die sollten also nicht die Leute bekehren, dass sie unsere Sprache sprechen, sondern die sollten im Grunde genommen in ihrer Sprache oder in der Sprache der Leute ihnen begegnen. Nun beginnt jetzt relativ bald der Erste Weltkrieg. Welche Rolle spielt jetzt Conradi in Bezug auf die Kirche im Ersten Weltkrieg? Ja, man muss sich vorstellen, das war eine Erfolgsserie, so muss man das sagen. Mhm. Gemeinde wächst und da kommt der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg ist, obwohl man sich vorher schon immer wieder mit einem Weltkrieg beschäftigt hatte und adventistische Prophetie genau darauf hingedeutet hat und man darüber gesprochen hat in der Evangelisation. Sie waren aber trotzdem im Moment völlig überfordert. Und dieser Erste Weltkrieg beginnt einfach damit, dass viele Leute jetzt, viele Adventisten in einer großen Spannung stehen. Am 1. August 1914 war die Mobilmachung. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits, der Österreich-Ungarn ist früher eingetreten in den Krieg, gab es bereits Adventisten und Nazarener, die standrechtlich erschossen worden waren in Ungarn, weil sie Wehrdienst verweigert hatten. Mhm. Und jetzt, Conradi ist nicht in Deutschland, der ist in England zu dieser Zeit, sein Stellvertreter auch nicht, ein Sekretär ist in Hamburg, Güdeil, und er trifft sich mit den beiden Hamburger Gemeinden und sie verabschieden ein Dokument. Und in diesem Dokument, das sie alle Gemeinden schicken, in diesem Dokument schreiben sie,
dass man bereitwillig und zwar auch, weil die Bibel das so sagt, mit der Waffe in der Hand und am Sabbat seinen Militärdienst leisten soll. Okay. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt aus einem Dokument. Das andere wird meist nicht gesehen, da ist noch mehr drin. Und das bewirkt natürlich in den Gemeinden eine Spannung. Jetzt kommt Folgendes dazu. Da wird Geschichte unheimlich spannend. An dem nächsten Sabbat läuft der Gottesdienst genauso ab wie bis heute. Also, erster Teil Bibelgespräch, Bekanntmachung, Gottesdienst oder Predigt. So. Im Bibelgespräch, wir haben das Bibelheft, ist damals Römer 13 behandelt worden. Genau an dem Sabbat. Und in der Erklärung steht drin, zum Thema seid Untertan der Obrigkeit, das Wort eines englischen Theologen, Alford heißt der Mann, wenn uns die Obrigkeit befiehlt, gegen Gottes Willen zu handeln, dann stehen wir auf Gottes Seite. Es gibt einen hochinteressanten Bericht. Eines, der damals den Gottesdienst in Bremen besucht hat, das hat er als alter Mann zu Papier gegeben, mit Namen Kramer. Und der hat das festgehalten. Und das ist hochspannend zu lesen, dass er genau das beschreibt. Im Bibelgespräch waren sich alle einig, logisch. Ja, Wiederkunft steht unmittelbar vor der Tür, das ist der letzte Krieg. Wir bereiten uns auf die Wiederkunft vor, Jesus kommt. So, dann in der Bekanntmachung, in der Pause, wird das Rundschreiben vorgelesen. Von Hamburg an alle Gemeinden. Das Gegenteil von dem, was man im Bibelgespräch gesagt hat. Und dann beschreibt er, wie der Prediger im Grunde genommen ganz perplex war. Daraus entsteht eine Spannung, eine nicht geringe Spannung. Und diese Spannung, die wächst sich aus in der Gemeinde. Allerdings, man muss sagen, die wird eigentlich erst richtig groß, als zu Beginn des Frühjahrs 1915 zwei Adventisten, also einige, muss man sagen, sind da nicht zum Militär gegangen, gab große Schwierigkeiten, sind auch Adventisten deswegen gestorben, sind umgekommen als Wehrdienstverweigerer. Andere sind zum Militär gegangen. Das ist immer eine sehr persönliche Entscheidung. Die Kirche hat sich nicht festgelegt. Im Gegenteil, sie hat dann eigentlich auch aus einem gewissen Selbstschutz versucht, den Leuten zu sagen, geht zum Militär und tut das, was der Staat sagt. Ich sage es mal so, wenn die Zeit vorbei ist, dann wird es besser sein. Ja, Conradi selbst hat später mal gesagt, ich brauche doch die jungen Leute für die Zeit nach dem Krieg in meinem Missionsgebiet. Mhm. Also Conradi selbst... Entschuldigung, ist das die Zeit, wo dann die Reformadventisten entstehen? Genau, das ist im Frühjahr 1915. Da sind nämlich zwei Adventisten in Bremen beim Militär. Wieder sind wir bei Bremen. Sie sind in Bremen beim Militär. Sie leisten im Militärdienst, aber, und jetzt, man höre und staune, sie verweigern die Impfung. Jeder wurde damals geimpft. Adventisten waren früher Impfgegner. Das hat man meist vergessen. So, und sie desertieren alle beide. Und gehen dann zu den Gemeinden, oder besser gesagt, sie halten sich bei den Gemeinden auf und ein Märtyrer liegt Adventisten immer näher als einer, der einen Kompromiss schließt. Mhm. Und jetzt hat einer von diesen beiden Visionen und stellt diese Vision auch, er publiziert sie, er möchte gern, dass der Verlag in Hamburg das publiziert und die machen das aber nicht. Und jetzt schickt er diese Vision selbst heraus als Flugblatt, war damals kein Problem, und sagt dort, also zur Steinobstblüte 1915 kann der Krieg nicht weitergehen, dann kommt Jesus wieder. Und man stellte sich vor, was das für Adventisten bedeutet hat. Mhm. Natürlich kann man sagen, sowas haben sie schon mal erlebt, 1844. Mhm. Aber wer so sehnsüchtig auf ein Ereignis wartet und dann die Vorlage bekommt, die Steilvorlage für das Datum, der fährt darauf ab. Und dann passiert Folgendes. Er schickt ein zweites Rundschreiben und in diesem zweiten Rundschreiben sagt er, die Gemeinde will mein Rundschreiben nicht drucken, Gottes letzten Warnungsruf an die Welt, also ist die Gemeinde abgefallen. Und jetzt kommt das, auch das ist ein typisch adventistisches Motiv, im Gegensatz zur großen Welt steht die kleine Gruppe der Übrigen. Und dieses Motiv ist gut bekannt und jetzt sagt er also, wer ganz auf Gottes Seite stehen will, der sondere sich ab. Mhm. Und da haben wir im Sommer 1915 die ersten Gruppen, die sich absondern. Und so entsteht eigentlich dann die Reformationsbewegung.
in der ganzen Kriegsgeschichte beziehungsweise der Thematik mit Kriegsdienstverweigerung und so weiter, was bekommt Conradi davon ab? Also wird er dadurch noch kontroverser innerhalb der adventistischen Kreise oder ist es jetzt nicht unbedingt mit ihm als Person verknüpft? Also wie geht er heraus aus den Kriegsjahren? Ja. Also er geht geschwächt hervor, das muss man sagen. Er geht ganz geschwächt daraus hervor. Die Frage des Militärdienstes war bis zu diesem Zeitpunkt eine letzten Endes nicht beantwortete Frage. Im amerikanischen Bürgerkrieg haben Adventisten sich einschreiben lassen als Nichtkämpfer, also Waffenlosendienst zu leisten. Sie haben das allerdings trotzdem auch nicht versucht, sondern sie haben versucht, den Militärdienst zu umgehen. Das heißt also, das ist eine ganz spannende Frage, die bis heute unter Adventisten auch letztendlich nicht geklärt ist. Es ist ja auch eine persönliche Gewissensentscheidung. Ja, und Conradi hat wohl gedacht, wir müssen uns, da gibt es also vor dem Ersten Weltkrieg eine ganze Reihe Gerichtsprozesse, wo Adventisten angeklagt wurden. Die haben Militärdienst geleistet, nur kein Dienst am Sabbat. Das ist das Erstaunliche. Und Conradi sagt, wir wollen zu den Behörden gehen, wir wollen uns mit den Behörden unterhalten, aber vorher müssen sie uns kennen, sozusagen erst Lobbyarbeit machen. Und auch das ist wieder jetzt ein Stück Tragik. Es gibt eine Eingabe an den Reichstag, und zwar im Frühjahr 1914, genau in dieser Frage. Aber diese Eingabe kommt nicht zur Behandlung. Es ist nämlich schon vorher im Reichstag über einen Adventisten mit Namen Naumann gesprochen worden, der ewig verurteilt worden ist, weil er immer wieder Dienst am Sabbat verweigert hat. Ja. Und es kommt nicht dazu, der Kriegsbeginn lässt diese Frage unbeantwortet. Auch das ist ein Stück Tragik. Ja. Und so bleibt es also offen. Und Conradi hat dann auch Leute in den eigenen Reihen, die gegen ihn stehen, die ihn dann auch, soll man so sagen, anschwärzen bei der Generalkonferenz. Und als er dann 65 wird, 1921, er ist übrigens mit 65 voll fit. Ja, da setzt man ihn ab. Das war bei anderen nicht. Man wählt ihn nicht wieder. Und damit ist so ein Stückchen, ja, ein Stück Tragik vorbei. Ah, okay, das heißt, sein Alter war offiziell die Begründung dafür, warum er nicht weitergewählt wird, oder was? Nun ja, die Europäische Division wurde aufgelöst, so muss man das sagen. Ah, okay. Die wurde aufgelöst und er wurde nicht wieder, die wurde auch erst wie 1928 neu eröffnet oder die wurde dann geteilt in 4 europäische Divisionen, also rein organisatorisch. Und er war dann halt nicht mehr Divisionsvorsitzender, er wurde dann sogenannter Feldsekretär. Ich sage immer spaßhaft, das ist Ehrenvorsitzender der FDP. Ja. Das heißt, es ist ein Mann, der zwar noch Ruhm hat, aber kein Einfluss mehr. Das muss für so eine Initiative und Gründerpersönlichkeit wie ihn ja ein Schlag gewesen sein, oder? Das war für ihn ein absoluter Schlag ins Gesicht. Und es versteht sich auch, dass er da mit seiner Kritik, oder besser gesagt, er sieht eine Entwicklung, die man, wenn man genau hinschaut, auch sehr deutlich sieht, nämlich eine Entwicklung, dass sich nach dem Tod von Ellen White, die ist 1915 gestorben, dass sich dort unsere Kirche verändert hat. Die Kirche hat sich verändert. Es gibt da einige ganz markante Beispiele. Auch die Sicht von Ellen White hat sich verändert. Und Conradi konnte manches nicht mehr mitgehen. Er ist ein typischer Pionier, einer, der allein entschieden hat, der seine Meinung sich gebildet hat. Jetzt kommt, ich sag's mal so, jetzt kommt die nächste Generation, eine Generation von Missionaren, die Verantwortung bekommen und die manches ganz anders sehen als er. Er ist der totale Pragmatiker. Ja. Aber jetzt ändert sich manches und er findet einfach den Platz nicht mehr in der Kirche. So muss man sagen. Ja, ein Phänomen, was man faktisch in jeder Generation vielleicht so ein bisschen erlebt und nachempfinden muss. Wir hören den Namen Ellen White immer wieder in diesen Sendungen, auch in den letzten 2. Wir werden in der nächsten Sendung uns ausschließlich über diese Gründungsfigur unserer Kirche unterhalten. Ellen White, hochspannendes Thema auch. Aber beenden wir doch die Sendung über Conradi nicht unrühmlich, aber schon mit einem traurigen Ende, ja, also wo es eine Trennung gibt, 32, wo er, ja, dann nicht mehr zu Adventgemeinde gehört. Wie kommt es dazu? Also der auslösende Punkt ist folgendes, er hat ein Manuskript veröffentlicht. Conradi hat also eine Vielzahl von Büchern geschrieben. Bestimmt 20 verschiedene Bücher in einer enormen Auflagenhöhe. Und er gibt eine neue Erklärung der Offenbarung heraus. Und in dieser Erklärung baut er ganz viel kirchengeschichtliche Ereignisse aus Europa ein.
Und er ist der Meinung, dass das, was in Offenbarung 14 geschrieben steht, die drei Engelbotschaft, die für die Adventgemeinde so konstituierend ist, dass die ihren Anfang nicht 1844 haben, sondern dass die bereits zur Zeit Luthers beginnen. Ist nicht ganz falsch, denn Luther wurde zu seiner Zeit als der Engel bezeichnet aus Offenbarung 14, der das ewige Evangelium wieder verkündigt. Da gibt es Lieder davon, die das beschreiben. Als Luther beerdigt wurde in seiner Ansprache, hat Bugenhagen das auch ausdrücklich so gesagt. Das heißt also, da gibt es Hinweise darauf. Ist ja nicht das erste Mal, dass Offenbarung 14 gedeutet wird. Genau. Und Conradi sieht jetzt ein Stück die Wurzeln der Adventgemeinde viel stärker in der frühen Kirchengeschichte verhaftet. Das hat auch noch einen anderen Grund. Conradi hat sich sehr intensiv mit der Geschichte des Sabbats beschäftigt und findet eben da auch viel mehr Belege in der Kirchengeschichte und sagt, also Adventgemeinde ist eigentlich viel älter als 1844. Und damit kommt er natürlich automatisch in ein Spannungsfeld hinein, die Bedeutung von 1844. Und so entsteht für ihn eine Vorstellung, in der er als Zentrum der Adventgemeinde im Wesentlichen Prophetie sieht und im Wesentlichen auch die Frage des Sabbats sieht, aber die amerikanischen Wurzeln doch ein ganzes Stück zurückdrängt und jetzt auch nach dem Tod von Ellen White Probleme mit Ellen White sieht. Würden Sie sagen, dass, die deutsche Haltung zum amerikanischen Adventismus oder zum Weltadventismus, die ja schon differenziert ist oder nicht zu vergleichen ist mit anderen Ländern, dass das seine Wurzeln hat in den Anfängen der Kirche hier, unter anderem auch auf Conradi? Ja, das hat zweifellos ein Stück oder wesentliche Wurzeln in Conradis Haltung, die sie auch übertragen hat auf seine Mitarbeiter und die letztendlich dann dazu führt, dass er wohl in einer falschen Einschätzung der Situation sich dann letztendlich trennt. Er trennt sich von der Adventgemeinde. Wie gesagt, sein Buch, das veröffentlicht werden soll über die Offenbarung, wird vom literarischen Ausschuss, der das begutachtet, nicht gut geheißen. Wir kennen also das Gutachten, da heißt es, es ist mehr eine evangelische Deutung der Offenbarung als eine adventistische. Er lässt das nicht auf sich sitzen. Es kommt zu einer Auseinandersetzung in Deutschland. Dann beruft er sich auf die Generalkonferenz. Auch das zeigt sich wieder, was für einen Anspruch er besitzt. Dann kommt es zu einer Verhandlung, wo er eigentlich ein Stück von diesem Wechsel, den Kollegen vorwirft, seit dem Tod von Ellen White, dass manche von ihnen Ellen White als verbal inspiriert verstehen und sagte, da kann ich nicht mit. Dazu kommt auch ein ganzes Stück Hartnäckigkeit. Man muss also sagen, er ist ein Dickkopf, der er Zeit seines Lebens war, eine dominante Persönlichkeit, der natürlich sich von Jüngeren, die noch nicht so viel geleistet haben, wie er, nichts sagen lässt. Also da kommen eine ganze Menge Elemente zusammen. Letztendlich hat er schon längst Kontakte gehabt. Übrigens haben Siebentagsadventisten schon früher gehabt zu den Siebentagsbaptisten. Ja, es gibt sogar Verbindungen der Generalkonferenz der einen zur anderen Kirche. Und er hofft dann bei den Siebentagsbaptisten seine historischen Studien durchführen zu können. Das kann er, aber die haben letztendlich überhaupt keinen Sinn für Prophetie. Das übersieht er. Und so ist dann seine letzten Lebensjahre verbringt er damit, dass er Schriften herausgibt gegen die Adventgemeinde, wo man sagt, maßlos überzogen. Bei nüchterner Betrachtung hätte er es auch gesehen. Er versucht zu retten, was zu retten ist. Es kommen nur eine relativ geringe Anzahl von Leuten mit ihm. Ich glaube, vier Prediger in Deutschland oder drei Prediger. Keiner von ihnen war ordiniert, das wird dann später immer wieder herausgestellt. Vielleicht 150 Leute, vielleicht 200 Leute, kann man nicht sagen. Letztendlich stirbt diese Gruppe der Siebentagsbaptisten in Deutschland, die von Conradi aufgebaut ist, mit seinem Tod. Vielleicht noch ein paar Worte zum Schluss zu Conradi. Es gibt Briefe an einen seiner früheren Kollegen, die er schreibt, längst getrennt. Und da fragt er, was macht denn der? Und was macht denn der? Und wie geht's dem? Was schließe ich daraus? Er ist noch emotional verbunden, ne? Er ist noch emotional verbunden. Ich glaube, in einer ruhigen Minute, er hätte es bereut. Ja, wenn er den Mut gehabt hätte, aber vielleicht hat er diese Größe nicht gehabt. Und deswegen sage ich, sein Leben steht unter einer Tragik am Beginn und am Ende. Es ist ein tragisches Element, aber was dazwischen war, ist eine
ganz große Persönlichkeit, über die es sich lohnt nachzudenken. Das wollte ich Sie gerade fragen. Also glauben Sie, dass er am Ende eine tragische Figur gewesen ist in der Kirchengeschichte? Und vor allem, das ist jetzt hypothetisch, aber vielleicht doch interessant. Also an welcher Stelle hätte es nochmal eine Wendung geben können, die zu einem in Anführungsstrichen Happy End hätte führen können? Das ist schwierig zu beantworten, ich weiß, aber ist es generell nicht immer schwierig, dass charismatische Persönlichkeiten, die ihrer Zeit vielleicht manchmal voraus sind, dass sie es unheimlich schwierig haben, mit einem festgefahrenen System miteinander klarzukommen? Also das ist das eine. Es ist der Wechsel, dass die Zeit der Pioniere vorbei war. Aber das Zweite ist, Conradi konnte wohl auch nicht sich entschuldigen. Und das ist eine Schwäche, die bei einer Kirche, die stark rational geprägt ist, nicht selten ist. Mhm. Ja, also er hat beispielsweise, er war 1915 in Amerika zur Generalkonferenz, nur während des Krieges. Er war damals noch amerikanischer Staatsbürger, konnte hinfahren. Später wurde er dann wieder Deutscher. Er wurde repatriiert 1917. Das war dann ein langwieriger Prozess. Aber wie gesagt, er war dort und berichtet dann auch über das, was in Deutschland stattfindet, kommt zurück und schreibt dann in den Gemeindezeitschriften, er hätte also volle Übereinstimmung bei den Brüdern in Amerika gefunden für die Haltung der Deutschen zu Beginn des Krieges. Das stimmt nachweislich nicht. Die Protokolle der Generalkonferenz sagen das nicht. Die sagen was anderes. Die sagen allerdings auch nicht, dass er offen kritisiert wurde, aber eben nicht, dass sie ihn unterstützt haben. Das wurde überall geschrieben. Er hatte nicht den Mut gehabt, später zu sagen, es hat nicht gestimmt. Also man merkt, manchmal sind so kleine Dinge. Ja, oder sein letzter Privatsekretär, ich habe noch das Glück gehabt, ihn kennenzulernen, Hans Teichmann. Und der hat mir erzählt, also Conradi hat ihn mal beschuldigt, ein Blatt verlegt zu haben. Ja, und wurde nicht gefunden. Später fragt dann Teichmann ihn mal, sagt doch mal, was ist denn mit dem Blatt? Ja, ich habe es gefunden. Mit anderen Worten, das konnte Conradi nicht. Das heißt, also große menschliche Persönlichkeiten haben manchmal auch Schwächen, die sie hindern, über den Schatten zu springen. Nichtsdestotrotz, die deutsche Adventgemeinde würde heute wohl nicht da sein, wo sie heute ist, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Das muss man auch so anerkennen. Mit all den Kirchen, mit 35.000 Mitgliedern, mit Krankenhäusern, Schulwesen und all diesen Dingen, die ja doch geblieben sind. Ja, vielleicht nicht allein ihm zu verdanken, aber ohne ihn wahrscheinlich in der Form auch nicht mehr denkbar. Letzte Frage. Glauben Sie, die Adventgemeinde von heute würdigt ausreichend sein Verdienst für die Kirche? Also was ich feststelle, und jetzt darf ich mal aus meinem Herzen keine Mördergrube machen, das Verständnis der eigenen Geschichte wird selten bemüht. Ich kann das ja verstehen auf der einen Seite. Adventgemeinde orientiert sich nach vorne. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich mit der eigenen Geschichte ehrlich auseinandersetzen soll und muss, weil einfach das die Notwendigkeit besteht. Die Erinnerung ist im Grunde eine wesentliche Voraussetzung für eine gesunde Existenz. Vielen Dank für den interessanten Einblick zu dieser Persönlichkeit. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung, wo wir die nächste interessante Persönlichkeit, nämlich Ellen White, behandeln werden und dann schauen, was von ihr heute noch in der Adventgemeinde übrig geblieben ist. Alles Gute Ihnen, viele Grüße an die Theologische Hochschule in Friedensau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.